Zu Bares für Rares hat sich Reinhard Kiefel aufgemacht. In seiner Tasche befinden sich zwei sehr alte Familienerbstücke. Wir haben die Reliefs ungefähr seit 33 Jahren jetzt in unserem Besitz. Der ist von der Oma und von meiner Mutter dann. Und bis jetzt sind sie halt die ganzen letzten Jahre nur im Keller gelegen, weil die einfach nicht in unsere Wohnungseinrichtung passen. Und durch das wollen wir die jetzt an für sich anbieten. Vielleicht wird sie gekauft. Das ist ja wahnsinnig. Wo ich wahnsinnig höre und schon bin ich da. Hallo. Hallo. Horst Lichter? Rainer Kiefel. Oh, das sind alte Dioramen, ne? Ja, richtig. Richtig. Im Prinzip der Kino der Frühzeit. Ja. Und seit wann haben Sie die? Die sind jetzt von der Oma noch. Und na, ich dachte, ich biete es mal jetzt an. Vielleicht kann es verkauft werden. Und was würden Sie mit dem Geld machen? Och, man habe Enkelkinder, also da brauche ich sich nicht drum sorgen. Das finde ich schon mal gut. Weißt du, nicht dieses egoistische Denken, sondern nee. Für die Enkelchen weitergeben. Ich bekomme ja eh alles denn. Ja. Sag mal, Albert, du bist schon alles am kaputt machen. Das muss ich ja auf den Finger halten. Der ist das komplett am Zerlegen, sehe ich hier so nebenbei. Ich musste nur das natürlich auch mal umdrehen, um zu sehen, welche Manufaktur das gemacht hat. Wenn man hier diesen kleinen Stempel sieht, K, M und K. Ja, das hat keiner gewusst. Das hat keiner gewusst, das weiß ich. Das ist sehr gut. Dann habe ich gehofft, dass du das weißt. Das ist die Firma Krause in Schweidnitz, in Schlesien. Die haben das gemacht und die waren bekannt für solche Sachen. Von Majolika und Steingut. Und diese Firma gibt es erst seit 1882. Also das ist so, ist herrlich kitschig einfach. Das ist so gut, oder so kitschig, das ist schon wieder gut. Was halt wirklich außergewöhnlich ist bei dem rechten hier, bei diesem Teil, dass das fast in perfektem Zustand ist. Mhm. Das ist alles perfekt. Und bei diesem empfindlichen Material ist es sehr selten, dass man was Perfektes findet. Hier ist schon mal was abgebrochen, geklebt, so, hier fehlt ein kleines Fingerchen, hier oben fehlen auch Fingerchen. Das ist schon nicht mehr so gut im Zustand, aber das hier, das rechte Teil ist perfekt. Was stellen Sie sich denn vor? Ja, also ich habe eben bei der Anfrage bei Auctionada, die haben mir einen Preis für beide genannt, zwischen 700 und 900 Euro. Haben Sie das im Original gesehen oder haben Sie nur Fotos geschickt? Nur Fotos übers E-Mail. Ah, das ist schon mal gefährlich. Und jetzt möchte ich wissen, was ist tatsächlich erzielbar? Ich denke mal, das Rechte ist wesentlich teurer als das Linke. So ist es. Das Rechte 400 Euro, das Linke 200 Euro. 600 Euro zusammen, finde ich vermachbar. Ja, das und so sind wir gar nicht verkehrt, ne? Ja, wird es auch kein Problem damit geben. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch fürs Händlerkärtchen. Prima, vielen Dank. Und ich glaube, wir bringen die gleich nach. Gut, vielen Dank. Dann können Sie die gleich mit reinnehmen. Ja, wir sehen uns morgen, klar. Tschüss. Tschüss. Ich gehe jetzt dann zu den Händlern rein. Ich hoffe, dass ich einen guten Preis erzielen kann. Die Aufregung ist immer noch groß, aber wir werden sehen, wie es noch klappt. Jetzt wird es ernst für Reinhard. Also bringst die Porzen nicht auf. Die sind ganz frühe Reliquien. Das sind Reliquien. Majolika. Ja, Reliquien, die sind so 150 Jahre. Das ist nicht Holz. Guten Tag schön. Hallo. Hallo zusammen. Grüß Gott. Das sind zwei schöne Reliquien, habe ich gerade gesagt. So 150 Jahre ungefähr. Im Stil des Rokokos gemacht. Nennt man Neo-Rokoko. Das ist kalt bemalt. Ja. Ja. Und gebrannt. Gebrannt. Die geht das hinter aus Zinn? Das ist Keramik, das ist gegossen. Kann man natürlich noch ein bisschen restaurieren, hat schon ein paar Macken, aber mit dem Alter verständlich. Also mit Brille sehe ich noch weniger wie mit Brille. Ich mache wieder rein. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Also hier der sind zwei verschiedene Darstellungen? Sind es zwei verschiedene Darstellungen? Ja, zwei verschiedene Bilder sind das. Hier, nimm mal, also hier ist kaputt, der Arm fehlt oder die Hand. Wissen Sie, sind das Märchendarstellungen? Ich weiß, kann es Ihnen nicht sagen. Es könnte das aber sein. Zeig mir mal auch mal da hinten halt. Ja. Also, aufgrund der Restaurationsbedürftigkeit würde ich mal öffnen mit 200 für beide. Nein. Man steckt noch ein bisschen was rein. Also, erster Beginn. Wo haben Sie denn da vorgestellt? Also, geschätzt worden von Auctionada sind die zwischen 700 und 900 Euro beide.
Der Herr Meier unter hat 600 Euro geschätzt. Für das eine 400, für das andere 200. Da liegt er richtig. Und so in die Richtung stelle ich mir das auch vor. Ja, gut, aber das, ja, das müssen wir auch noch was verdienen. Das ist das. Ja, super. Man muss jetzt rechnen, das ist der Verkauf. Und man muss die Restauration also abrechnen und noch ein bisschen was für den, ja, Gewinn. Mache. Sie hält jetzt ein Angebot, wo wir beide leben können. Wenn Sie also mein Angebot wäre für beide 400. Ja, gut, 400, okay, können wir machen. Gut. Okay. Na, da gehen jetzt Prinzen. Ja, sicher. Freilich. Wir sind froh, dass es raus ist in dem Sinn. Und wenn es mal Freude macht, ist es auch gut. In guten Händen. Bitte schön. Prima. Ja. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank herzlich. Na. Also auf vielen Dank. Okay. Tschüss dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Verhandlungen sind gut abgelaufen, korrekt. Und für das, dass die Teile beschädigt waren, muss man sagen, habe ich einen guten Preis erzielt. Ich nehme an, dass, wenn das restauriert ist, dass auch der Händler zufrieden ist an einem Schluss. Und so sind wir beide glücklich.